Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen beim Alpha-Test von Nostos. Und schaut mal an, wie genial das hier aussieht. Die Musik ist total stimmig dazu. Ja, hier haben wir ein paar Eichhörnchen. Ja, Nostos ist ein Online-VR-Rollenspiel. Und ich bin echt gespannt, wie das Game so vom Gameplay her ist. Ich habe es echt auch noch nicht getestet. Ich habe eben mal kurz mit der Rift reingeguckt. Damit lief es aber überhaupt nicht. Also der Alpha-Test ist jetzt wirklich auf die HTC Vive und Vive Pro beschränkt. So, schauen wir mal jetzt rein. Gehen wir mal kurz in die Optionen, aber da ist nicht so viel. Also wir können die Grafik einstellen. Medium, Low und High. Wir lassen erstmal auf Medium. Ja, wir haben Sound-Einstellungen, ist ganz gut. Wir können die Sprache nicht umstellen, okay. Ja, Control wird uns ein bisschen was angezeigt. Viel ist es nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Game. Die Ladezeiten sind relativ lang, deshalb werde ich das Video wahrscheinlich schneiden müssen. Aber ist ganz normal beim Alpha-Test. Aber ich bin froh, dass ich mal reingucken darf. Also viel Spaß. Okay, hier sind wir schon im Hauptmenü. Oder da, wo wir alles laden können. Die Lobby sozusagen, die Online-Lobby. Scheint alles unter Wasser zu sein. Schauen wir mal hier. Voice Chat Enable, Disable. Wir lassen erstmal aus. Ich will jetzt nicht, dass irgendwie andere Leute da jetzt gleich hier reinquatschen, falls wir welche begegnen sollten. Open the portal, enter new world. Wow! Ah, okay. Tupac VR's Room. PvE. Kann man den auch deleten? Weil ich habe eben mit der Rift reingeguckt. Ich wollte jetzt wirklich komplett mal neu anfangen. Walk through the gate. Sieht auch nett gemacht aus. Also rein. So, was haben wir denn hier? Enchester's Call. Our homeland is under threat of corals in chaos. Survive and explore. Protect your village from destroyed. Okay. Also es scheint jetzt unsere Mission zu sein. Put the mission chip to start the game. Machen wir das doch mal, oder? Und es lädt. Withering winter. Enchanting spring. The virtual symbols that have been buried. Wow. Here, where the last hope of humanity hides. Please take it. It tells the forgotten history. Wow, das sieht cool aus. Okay, ich soll es nehmen? At the beginning of the story, we were so passionate about the ocean. Already a much. We wanted to claim it for our own. Content? In this way, we explored. But it is an alpha. Understanding its world moderately and in madness. Until we saw the fall of the giant whale and witnessed the high fireworks that fell down to the ground. Okay, neu. Ich weiß nicht, ob wir gerade in irgendeinem Voice Chat waren. Aber machen wir mal weiter. By killing, by grabbing, in the end, we put the earth into the cradle in the song of war. The old world fell asleep. We became the one. And flew up to the clouds. We would become integral consciousness and overlook everything that humans have left behind. You see, maybe that's the true immortality. However, our mistakes unknowingly angered the earth. The coral seas bursted forth to the ground. The mother ramet grew wildly, spewed out poisonous gas, and produced horrible creatures that continually are attacking people. Da war dieser pinker Dampf. In the end, wow. Gargoon arrived. The omnipresent ocean fell down from the sky. Bleibt alle cool. Und du bleib cool. Okay Leute, hier sind wir. Sieht verdammt cool aus. Ich mag die Musik, also die gefällt mir echt.
Es läuft auch schon ein bisschen stabiler als mit der Rift, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Build, Villager, Mission, System. Back to Lobby, Voice Chat Enable. Ich weiß jetzt nicht, ob der aktuell aktiv ist, ich schalte ihn aber mal aus. Das funktioniert schon ganz gut. Hier sehen wir noch ein paar Einstellungen. Wasser, Temperatur, Gegner. Okay, gehen wir mal hier hin. Hey, Kleiner. May I help you? Rekrutieren. Jawoll. No problem, let me join you. Check missions. Machen wir doch mal. Village Crisis, search for a torch. Machen wir mal search for the torch. Target. Da wird mir was angezeigt. Ach, schade, dass es hier kein Snapturn gibt, aber okay, muss ich mich halt so bewegen in dem Raum. Da haben wir doch eine Torch, okay. Noch eine? Okay. Ja, der Ladebildschirm erscheint relativ häufig. Aber wie gesagt, ist ein Alpha-Test. Da muss man sowas verschmerzen. Soll ja auch erstmal nur zeigen, wie das Spiel so ist. So, jetzt haben wir noch eine Mission. Okay, jetzt fängt es an zu laggen. So, Village Crisis Target. The village center seems to be surrounded by Coral Sea, Daughter Remets. Find a torch as soon as possible and light them up. Don't linger too close to them for long. Otherwise you will be serious poisoned. Okay, wir sollen uns mit der Fackel ausrüsten. Und sollen da in dem Dorf wahrscheinlich diese Korallen abfackeln. Das machen wir jetzt auch mal. Oh, wir sehen hier jetzt gerade, dass wir vergiftet werden. So, brenne! Brenne! So, das auch. Alles abfackeln hier. Wo ist denn unsere Helferin, die uns hier unterstützen wollte? Ja, tut mir leid für diese ständigen Steam-Ladebildschirme, wenn ihr den sehen solltet. Okay, wir haben scheinbar alles befreit, oder? Ja, das sieht gut aus. Rattle the Monster Invasion. Danger. Jetzt checken wir erstmal hier die Dinger. Wow. Ah, guck mal, hier haben wir da Äxte. Äxte sind gut. Wasser und was weiß ich, nehmen wir noch. Das lassen wir erstmal. Wir haben zwei Äxte. Switch Weapons. Genau. Und hier hätte ich gerne auch eine Axt. Okay, man kann immer nur mit einer Hand was nehmen. Eine Waffe oder so. Okay. Oh, der haut auf einmal da drauf. Okay, gehen wir mal zu den Monstern. Ach so, so ist es also. Stirb! Ich weiß echt nicht, wo unsere Helferin jetzt abgeblieben ist. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ach, wir haben keine Kondition mehr, wird mir angezeigt. Stamina-Anzeige ist hier die, falls ihr jetzt meine Hand seht.
Wenn ich zu nah bin, kann ich mich auf einmal nicht mehr bewegen. Das ist ein bisschen blöd. Ja. So muss das. Place the axe into the backpack. Collect tech trips. Okay, wir haben eine Aufgabe. Ach, vom Look her sieht das echt genial aus. Ach, was ist denn hier? Wir checken mal, was die da macht. Warum ist die eingefroren? Komm mit, Papa Wonder. Follow. Wir müssen uns hier drum kümmern. Was auch immer das ist. Was ist das hier? Harvest Beginners Collect. Okay. Meine Hand ist gerade ein bisschen weggebackt. Komm, den nehmen wir jetzt auch mal mit. Ich muss gleich mal gucken, wie ich den Rucksack überhaupt finde. Kann ich mir den Rucksack jetzt hier nehmen oder... Oh, ich hau hier überall gegen. Ja, ohne Snap-Turn ist das echt, also für mich blöd. Ich laufe dann immer zu sehr im Raum rum. So. Kümmern wir uns mal hier drum. Collect. Tech Simple Weapon. Okay. Backpack ist full. Muss ich mal schauen. Wie komme ich an meinen Rucksack? Ist das mein Rucksack? Ah, cool. Aber wir brauchen ja gar nicht so viel. Ich würde sagen, dass wir mal da ein paar Sachen unterbringen, weil das scheint ja unser Haus zu sein. Oder? Habe ich denn da auch noch? Komm, wir gehen mal ins Haus rein. Da sind auch noch Kisten. Kann man aber nichts machen. Schauen wir uns das mal an hier. Okay. Na. Poison minus 1. Wir probieren mal kurz was zu essen. Hier von diesen Dingern. Das ist nicht so einfach. Ich weiß nämlich momentan nicht, wie ich hier irgendwas machen kann. Ne. Ich kann nichts nehmen, okay. Es lädt ziemlich oft nach. Okay, collect kann ich auch nicht collecten. Check mission. Dann machen wir mal weiter hier. Die haben wir ja schon gemacht. Da fiel gerade was raus. Okay. Egal. Wir gehen mal da hinten hin. Da sind irgendwelche Tiere, gucken wir uns die mal an. Oh. Nachtwolf. Okay. Aber der greift uns nicht an.
Doch, jetzt. Unsere Helferin, die hilft uns auch nicht. Oh, ich bin tot. You died. Das ging schnell. Okay, da sollte man sich noch nicht mit anlegen. Items in your backpack have been dropped. Ja, oh, ist ja super. Blöd ist, dass der Wolf da jetzt noch rumläuft. Oben Attack. Ja, wir brauchen unsere Sachen wieder. Pack die erstmal weg. Okay, das ist alles noch ein bisschen Alpha halt. Och, da liegen wir. Es tut mir leid. Nicht, wie die immer alles aufnimmt, ob die automatisch. Ich glaube, sobald man mit dem Trigger was in der Hand hat, packt ihr das auch in den Rucksack rein. Da komme ich nicht so gut ran jetzt. Okay. Check Mission. Collect Tech Trips. Dann gehen wir jetzt mal zu den Dingern da. Wir rüsten uns nochmal aus. Ich vermute, dass wir zu den Strahlen alle hingehen müssen und die Dinger dann ausschalten. Das ist aber wieder so ein scheiß Nachtwolf. Vielleicht kann man den umlaufen. Da ist auch noch eine Kiste oder so. Bleib da. Ich will nur die Dinger haben. Ich muss das Kabel wegmachen. Ja, da es ein Online-Multiplayer-Game ist auch, wird es wahrscheinlich auch mit mehreren Leuten viel mehr Spaß machen als alleine jetzt. Auf jeden Fall cool, dass sowas entwickelt wird. Wenn es dann auch mal alles bis zum Ende entwickelt würde. Ja, wir können auch ein bisschen höher klettern. Das ist mal gut. Ne, das Ende. Doch. Gather Skill. Was stand da? Not enough. Okay, wir haben da keinen Skill für. Und wir haben gerade Lebenspunkte eingebüßt. Da ist noch was hier. Aber wie kommen wir da hin? Ah, da müssen wir noch da. Okay, komm, wir gehen mal zurück. Das Nachladen ist ein bisschen nervig. Aber es wird auf jeden Fall in der Release-Version nicht mehr so sein. Da ist auch wieder so ein so Korallenzeug. Aber wie kriege ich jetzt meinen... Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas... Ich muss da irgendwas nehmen können. Okay, sieht gut aus. Bandits.
Oh, ich kann meine Axt nicht mehr nehmen. Jetzt gibt's auf die Fresse. Lauf nicht weg. Du fieser Bandit. Man hätte auch reden können. Okay, das klappt nicht so wirklich. Da sind ja noch mehr, oder? Komm. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Let me join you. Ah, hier komme ich auch hier. Tut mir leid, ich hätte auch mit dir reden können. Ich habe dich angegriffen. Sieht aus wie eine Puppe. Okay, man kann hier die Leute immer rekrutieren. Aber ganz bin ich noch nicht durchgestiegen. Aber wir haben jetzt hier mal Villager. Der mittlere ist bestimmt der hier, genau. Komm hier. Komm. Okay, mal gucken, ob er uns jetzt folgt. Let me join you. Ne, der folgt uns nicht. Ich kann aber auch nichts anderes sagen, außer komm hier. Okay. Ja, machen wir einfach mal weiter. Funktioniert noch nicht so ganz gut, oder? Ich habe es noch nicht raus, wie es funktioniert. Das ist wahrscheinlich eher. Charakter, System. Super VR. Ah. Ist auch sehr komplex wahrscheinlich das Ganze, wenn es mal fertig ist. Der Sound hört sich ganz cool an. Musik sowieso. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Also wenn es man nicht nachlädt, läuft eigentlich ganz flüssig. Und jetzt genau, jetzt lädt er nach ohne Ende. Aber wenn er mal geladen hat, ist ganz okay. Harvest is depression. Okay, wir kämpfen. Nein, du schießt nicht auf mich. Mach die Waffe runter, du. Den hab ich gegeben.
Aber ich hab keine Energie mehr und bin tot. Wow, das ging schnell. Aber ich konnte mich auch gerade gar nicht mehr bewegen, weil ich keine Kondition mehr hatte. Okay, wir gehen noch mal kurz zu unserem Haus da. Dann können wir ja mal in die Richtung gehen kurz. Ich will euch halt so viel zeigen wie möglich. Aber es soll jetzt auch nicht so lange sein. Soll ja nur ein kleiner Eindruck werden von der Alpha. Komm, eben ging hier noch. Wie habe ich denn eben diese Kisten aufgekriegt? Oder kann man die nur einmal öffnen? Das geht nicht. Oben Attack. Ja, super. Nee, das geht nicht, okay. Ja, da wird mir noch immer angezeigt. Was liegt da? Okay. Scheint ein Fehler zu sein, weil eben wahrscheinlich mein Rucksack voll war. Collect. Okay. Jetzt haben wir irgendwas aufgesammelt. Checken wir mal unseren Rucksack. Maschinenkomponenten, okay. Aber jetzt wird es ein bisschen... Ja, also ein bisschen ruckelt jetzt auf jeden Fall. So, den umlaufen wir ein bisschen. Bleib da. Ich will nur hier oben hin. Ach, da sind Eichhörnchen. Minko hat Angst. Ja, Minko braucht aber keine Angst zu haben. Das ist aber ziemlich hoch hier, das Menü. So, wer bist du? Rekrutieren. Die stehen ja überall rum. Die Leute, die man rekrutieren kann. Jetzt habe ich gar keine Waffe, ist natürlich auch blöd. Jetzt gucken wir uns nochmal an. Oh, der bewegt sich auch. Ein richtiger Tag-Nacht-Zyklus. Kann ich eigentlich noch mal ins Menü konnte ich rein, oder? Ah, okay, ich kann aber auch nicht die Grafikeinstellung, sonst hätte ich jetzt mal kurz auf hoch gedreht. Aber das wird wahrscheinlich mein Rechner eh nicht packen. Ruckelt ja jetzt schon leicht. Und mit der Rift war es unspielbar, aber ist wahrscheinlich halt nicht wirklich angepasst auf die Rift, sondern erstmal auf die HTC Vive. Das stand auch in der Alpha-Test-E-Mail drin. Okay. Jetzt müssen wir hier mal gucken, ob wir hier runterkommen. Nein! Okay, jetzt müssten wir natürlich auch da irgendwas haben. Haben wir aber nicht. Dann könnten wir die nämlich abfackeln. Gibt es eine Schnellreise? Jetzt muss ich mal gucken. Collect Tag, Charakter, Map. Build a kiosk to activate Map. Ja, hört sich plausibel an. Oh, jetzt sind wir hier im Baumenü. A villager is coming to build. Ah, okay. Also man kann hier richtige...
richtige Gegenstände bauen lassen von den Leuten, die man hier rekrutiert. So, wir gehen jetzt noch mal kurz zum Dorf. Ich finde es halt blöd, dass ich am Dorf die Kisten nicht mehr öffnen kann. Am meisten macht es natürlich Sinn, wenn man da direkt baut und nicht, wo wir jetzt angefangen haben. Okay, Eichhörnchen hat Angst. Da kommen die Leute, die bauen jetzt gleich. Oder werden auch gefressen. Vom bösen Nachtwolf. So, hier haben wir doch noch eine Kiste. Das sieht doch gut aus. Mhm. Probieren wir mal zu schießen. Haben wir unendlich Schuss oder? Komm, wir jagen mal hier so ein. Okay, mit dem Ladebildschirm ist natürlich auch schwer, irgendwas zu treffen. Nee, ich kann gar nicht richtig zielen. Da habe ich noch getroffen, oder? Komm. Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Ich hätte ihn gerne in der anderen Hand. Jawoll! Da hast du es! Okay, der lässt natürlich Fleisch fallen. Was wir dann aufsammeln können. Okay Leute, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ich möchte jetzt auch gar kein Fazit oder so abgeben. Es soll wirklich nur mal für euch sein, dass ihr hier mal reinschauen könnt. Da kann sich ja jeder jetzt selber sein Urteil darüber bilden. Auf welchem Punkt die Alpha-Version ist, seht ihr ja selber. Potenzial hat das Ganze auf jeden Fall, aber es gab schon so viele Spiele, die Potenzial hatten in VR und wo wir gedacht haben, okay, das wird ein richtig geiles Game und im Endeffekt wurde es dann ein Rohrkrepierer. Also lasst uns einfach mal ein paar Updates abwarten. Das ist eine ganz frühe Alpha-Version, von daher müssen wir echt Ruhe bewahren und dann später nochmal reinschauen. Aber vom Look her, mir gefällt es echt gut und wenn es dann wirklich mal flüssig läuft, wird es mit Sicherheit auch Spaß machen, besonders in dieser Multiplayer-Aspekt. Ne, man kann hier bauen, rekrutieren von Leuten, man kann sich so ein kleines Dorf bauen und dann wirklich hier, ja, den Gefahren trotzen, sage ich mal. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschalten. Bis dann. Ciao.